Endlich mal wieder eine revolutionäre Geschäftsidee in der Gastronomie. Dieses Schnellrestaurant macht seinem Namen alle Ehre. Es hat das Berechnungssystem umgestellt. Der Gast zahlt nicht mehr für die Menge oder Qualität der Speisen, sondern zu Buche schlägt nur noch die reine Essenszeit. Wer schneller futtert, spart viel Geld. Na dann, guten Appetit. Herzlich willkommen in unserem Schnellimbiss. Ich möchte Ihnen kurz die Spielregeln erklären. Wir sind die schnellste Raststätte in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, Sie bezahlen nur die Essenszeit. Pro Minute kostet das alles 1 Euro. Das ist die Menükarte. Bitte schön. Darf ich die Bestellung entgegennehmen? Ja, einmal Seehechtfilet und einmal Rumpsteak. Das ist mit Kräuter, bitte. Ja. Klaus an Küche. Einmal Seefilet und einmal Rumpsteak mit Kräutern. Vielen Dank. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Guten Tag. Guten Tag. Ja, danke. Brot. Danke. Ihr Rumpsteak. Fisch. Kaffee. Ja, danke. So. Die Nachspeise. Oh, gibt's auch. So. Ich gebe das Startzeichen. Pro Minute 1 Euro. Und ich wünsche Ihnen einen schnellen Appetit. Komm, danke, Otto. Bis jetzt hat's geschmeckt, aber es gibt erste körperliche Abwehrsymptome. Trotzdem himmlisch dieses Esserlebnis, findet auch der Geschäftsführer, der jetzt auf ein paar minimale Zuschläge zu sprechen kommt. Ist er hier für eine Person oder ist er für zwei? Wo machen Sie jetzt? Das ist Serviettenzuschlag. Wie in Italien? Das hätte ich vorher wissen sollen. Auch dieser Kunde erhöht gerade seine Gesamtrechnung. Das ist jetzt ein Zuckerzuschlag, ja. Mhm. Kann halt sein, dass ihr kurz vorm Pleite gehen seid. Serviettenzuschlag. Ja. So. Oh. Dann kommt noch der Romantikzuschlag für den Blumenstrauß, Besteck, Gabel. Wissen Sie, dass Sie uns jetzt abzocken? Das habe ich mir aber nicht gedacht. Ja, aber noch mal 20 Euro drauf, dann sind wir nicht bei 50. Person. Pro Person 37,53. Pro Person? Ja. Da haben Sie mich angeschissen. Das müssen Sie sich mal vorstellen, für dieses bisschen. Was ich noch nicht mal gegessen habe, für 37. Nun stellen Sie sich mal vor, ich hätte mir Zeit gelassen, da bin ich 100 Euro los. Haben Sie mich abgezockt. Aber es liegt nie wieder, das erzähle ich gleich dem Busfahrer, das Thema ist durch. Aber ich bezahle keine 37,53 pro Person. Wenn ich für uns beide das bezahle. Sehen Sie mal, das wäre jetzt noch Trinkgeld auf dem unteren Level. Auch noch? Nee, nee, nee. Da bezahle ich 100. Für 10 Minuten Essen, nix. 40 Euro bezahle ich. Und dann aber für uns beide und nichts anderes. Das ist die Rechnung. Habe ich mir gedacht. Herzlich willkommen. Nee. In der Fernsehsendung. Nix. Verstehen Sie Spaß. Nun legt mich aber am Arsch. Ja, nee, das sag ich richtig. Das haben Sie gut gemerkt. Das haben Sie gut gemacht. Herzlich willkommen. Das haben Sie gut gemacht. Im Blickpunkt das CT-Hochhaus von Leipzig. So ein Gebäude hat natürlich einen Fahrstuhl. Aber da gibt es heute, weit oben im 20. Stock, ein unerwartetes Problem. Ist da jemand? Ja, ja. Hört mich!
bitte! Ja, klicken. Können Sie die Tür öffnen? Jetzt. Gott sei Dank, endlich. Ich bin gerade durchs Plexiglasdach gekracht. Ist nichts passiert soweit. Ich war auf einem Rundflug über Leipzig mit meinem Superpropeller. Und dann, ich weiß nicht, der Fallschirm hat sich geöffnet, der Notfallschirm. Und ich bin hier rein. Können Sie bitte die Feuerwehr rufen? Bitte nehmen Sie das Funkgerät, das geht hier nicht. Die Feuerwehr rufen? Die Feuerwehr, einfach da. Spreche ich hier drin, kriege ich keinen Kontakt. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Hallo, ich stehe hier im City-Hochhaus. Im Hohenzahn auf dem Augustusplatz und hier ist irgendwo einer oben durchs Plexidach gefallen. Aber ich halt, mir geht noch. Es geht ihm, der hängt hier im Fahrstuhlschacht. Bleiben Sie bitte an der Türe, wir kommen. Jawohl, ich bleib an der Tür. Emergency, emergency, paging Dr. B. Wie ist er denn reingekommen? Einfach durchs Plexiglas. Der ist durchs Plexiglas eben durchgeflogen. Durchs Dach. Sie müssten hier in der 21. Etage ins Uni-Hochhaus kommen, unbedingt, und den Mann befreien. Gut, wir werden anrücken. Bleiben Sie bitte an Ort und Stelle. Ja, ist in Ordnung. Die Leipziger sind wirklich nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Mal Angaben bitte zur eigenen Person. Ja, ich bin Taxifahrer. Bin durch Zufall hier in der 21. Etage. Da bleiben. Ja. Nicht weggehen. Nein. Ja. Da schwebt er auch schon wieder von dannen, während der Taxifahrer vorbildlich am Fahrstuhl ausharrt und auf die Feuerwehr wartet. Die wird auch gleich eintreffen und ein Gesicht könnte ihm dann bekannt vorkommen. Unser Lockvogel fühlt sich nämlich nicht nur in der Rolle des abgestürzten Superheldenpudel wohl, sondern auch als Rettungsmann. Wir hängen noch drin. Zug 1 hier rechts, einer die Tür bitte absichern. Feuerwehr Leipzig, Zug 1, Führer Müller. Bitte da drin. Bitte da vorne hin. Ja? Ruhe, was ist passiert? Also ich bin hier rausgekommen von der Firma und da hat er hier geklopft drin und hat nach Hilfe gerufen. Und da habe ich hier auf die Knöpfe gedrückt, da ging das ab. Da hing er hier runter und ich habe gedacht, dass er hier an dem Fahrstuhl arbeitet, weil der Fahrstuhl hier unten steht. So, und jetzt ist er irgendwo hier drin. Sind Sie noch da? Hallo! Kein Fallschirmspringer. Da besteht jetzt aber Klärungsbedarf. Ich will dahin, das Quartier. So, Moment. Sie haben gerade gesagt, ja? Sie haben einen Alarm ausgelöst, weil ein Fallschirmspringer. Sagen Sie mir, das soll aber ein Fallschirmspringer. Im Fahrstuhlschacht. Ja. Da wäre irgendwie durch ein Plexiglas dort. Wenn ich habe ja hier sein Funkgerät. So, Zug 1 bitte abrücken. Kleinen Moment. Sie kommen bitte mit. Bei einem Fehlalarm versteht die Feuerwehr ja überhaupt keinen Spaß. Können wir kurz Ihr Büro für 5 Minuten nutzen? Das ist ein Ernstfall, ja? Na klar. Bei dem Herrn war ich gerade drin hier. So, bitte. So. Schön ist da ab. So. So, jetzt gebe ich Ihnen noch eine Chance, das in Ruhe mir bitte mal zu erklären. So, jetzt, was haben Sie gesehen? Ein Mann, der hat drin geklopft und hat nach Hilfe gerufen. Wo? In diesem Fahrstuhl. Ich bin doch nicht bekloppt. Ich habe dieses Funkgerät von denen hier in der Hand. Mann, Sie wissen, was ein Einsatz kostet. Wenn wir kommen, die Feuerwehr Leipzig, eine der besten der Bundesrepublik, wenn wir kommen, Sie wissen, was das kostet. Weiß ich nicht. Woher soll ich das noch wissen? Wo haben Sie das Funkgerät her? Das hat der Mann mir in den Fahrstuhlschacht gegeben. Entschuldigen Sie doch nur. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches thieves, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. Das stimmt auch. Gucken Sie mal bitte hier hin. Drehen Sie sich mal bitte schnell um. Bitte? Drehen Sie sich mal bitte schnell um. Sie sollen sich mal bitte umdrehen. Darf ich Sie mal bitten? Bitte, lenken Sie nicht. Ich will das hören, ne? Karl-Heinz, bitte. Nee. Jetzt drehen Sie sich um, wo er weg ist. Das will doch mal hören. Und er hat auch nichts gesehen. Also ich bin bekloppt. Jetzt kommt er runter. Wie?
Entschuldigen Sie. Jetzt passen Sie mal auf. Schauen Sie mich bitte an. Ja, Sie behaupten, es war ein Mann im Fahrstuhl mit einem Fallschirm. Nur muss ja jemand verrückt machen. Nein. Bitte. Können Sie doch mal bitte dahin. Schauen Sie ihn mal an. Aber gehen langsam, es ist er nämlich gleich wieder weg. Jetzt. Sie sehen den auch nicht. Es wird ja immer schlimmer mit dem Mann. Zeit, ihn zu erlösen. Können Sie bitte mal kommen? Ja. Setzen Sie sich doch bitte mal hin. Karl-Heinz, ganz ruhig bleiben. Das, denke ich, klärt sich gleich ganz alleine. Mhm. Drehen. Schauen. Verstehen Sie sich, das kann gut. Irgendwie hätte ich mir fast sowas gedacht. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Es war ein gesellschaftliches Ereignis und alle standen im Blitzlichtgewitter, ob nun Helden des Sports oder Stars der Klatschspalten. Auch Fotomodell und Moderatorin Gitta Sachs gab sich ein Stelldichein. Auf der Gala im Europapark Rust, mit der die deutsche Tourenmeisterschaft eröffnet wurde. Hallo. Boris Erdmann, ich bin der Rennleiter hier. Sehr schön. Ja, du möchtest dich heute mal ausprobieren? Ja, so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Warum nicht? Ja, ich hoffe, dass er nicht zu schnell fährt, so mit 20, tuk tuk. Die Chance hat man nur einmal. Ich finde es jetzt ganz cool eigentlich. Ja, der Fahrer ist gerade noch, glaube ich, im Interview. Gitta Sachs ist hin und her gerissen von der Aussicht auf den Schnupperkurs. Aber mit dem Schweden Matthias Ekström hat sie einen erfahrenen DTM-Piloten als Chauffeur. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ja. Gut. Du musst dich noch umziehen dafür, weil du hast du natürlich nicht in den Wagen. Ja. Das sieht doch schick aus. Tapfer geht Gitta an den Start. Währenddessen unterlaufen unserem Streckensprecher ein paar leichte inhaltliche Fehler. Dass ich Ihnen jemanden vorstellen kann, den die meisten von Ihnen sicherlich keine Unbekannte ist. Da gibt es die Gabi Sachs. Das ist eine junge Dame, die aus dem Hause Sachs kommt, wie der Name schon sagt. Und ihr Vater, ich glaube, in ihrer besten Erinnerung Gunter Sachs ist. Sie ist irgendwann. Was redet denn der? Playmate des Jahres gewesen und zählt natürlich zu dem, was man gut und gerne im Neudeutsch in Deutschland als Boxenluder im Motorsport. Warte mal. Ich bin gespannt, wie die Gabi. Die Gitta Sachs, Entschuldigung. Was redet denn der für ein Mist? Die Gitta Sachs, ich bin überhaupt nicht mit Gunter Sachs verwandt. Nicht kommen wird, denn sie hat gerade Platz genommen auf dem Beifahrersitz im Fahrzeug. Und Boxenluder bin ich auch kein. Du fährst aber nicht so zickzack und so. Nee. Wenn du so schnell, dann sagst du mich, das ist schnell, bitte langsamer. Nee, irgendwo. Ein paar Meter zum Aufwärmen, aber dann. Und dann tauchen die ersten Probleme am Wagen auf. Da weiß auch ein Erfolgsfahrer nicht weiter. Scheiße, die rote Ampel kommt an. Scheiße. Was heißt das? Es ist etwas falsch mit Auto. Okay. Müssen wir jetzt aussteigen? Nein, warte. Es hat einen Funk, so ist cool. Ich rufe meinen Mechaniker an. Oh. Warte. Hallo, hier ist Matthias. Etwas war falsch mit Auto. Was soll ich machen? Dann komm ins Technikzelt, wir haben Ersatzmaterial drinnen. Okay, ich komme gleich. Gitta vertreibt sich die Wartezeit mit einem Blick auf die Armaturen. Ich frag mich ja, wo der Schleudersitzknopf ist. Jetzt taucht unser Lockvogel auf, der sich als Autofan ausgibt und eine unverhoffte Chance erblickt. Oh,
Voll geile Kiste. Ja, aber Sprit ist leer. Echt? Aber geil, ey. Nee, kleiner Motorschaden oder irgendwas. Hä? Kleiner technischer Schaden. Ey, das ist ja voll geile Kiste. Das kannst laut sagen. Weißt du was, da setzen wir mal rein, hey. Solange der weg ist, hey. Was? Machen wir mal, da setzen wir mal rein. Mach bloß keinen Scheiß. Mach bloß keinen Fehler. Das ist ja geil, hey. Wenn ich mal die Chance bekomme, in unser Auto reinzusitzen. Bist du zum ersten Mal in dem Auto? Mhm, ja. Echt? Mhm. Boah. Hey, das ist was ja. Was machst du denn jetzt? Ja, anschneiden. Na, lass mal. Ich kann hier nicht aufstecken. Ja, wie Knöpfe das hat. Spinnst du? Hey, das ist ja echt geil. Was machst mal, du? Lass mal, komm, wir starten. Nein! Mal. Komm, wir starten. Mal. Nein! Komm. Nein, sag mal, geht's? Sag mal, geht's noch? Und ab geht die Post. Gitter genießt inzwischen jeden kleinen Schlenker. Ich hau lieber wieder ab, gell? Sag bloß nichts von mir. Scheiße, sag nichts von mir, gell? Ja, ja, komm. Gitter hat genug von der kleinen Spritztour. Schade. Das Rathaus von Landshut. Hier im Bürgerbüro freut man sich über aufgeräumte Vorgesetzte und aufgeweckte Untergebene. Grüß Gott, mein Name ist Schimmel, ich bin der Amtsleiter des Bürgerbüros. Das hier ist mein bester Mitarbeiter, Herr Binnenmüth Döser. Und wie man sieht, war die letzte Nacht leider sehr kurz. Hallo. Hallo. Im Moment scheint wohl keine Dienstzeit zu sein. Da sollte man besser nicht stören. Grüß Gott. Ich stehe schon bei dir da. Bin Mütöser, nehmen Sie bitte Platz. Ja. Hab wohl ein kleines Nickerchen gemacht. War gestern, wohl, Abend, ja? War gestern Abend ein bisschen... Bisschen spät worden, oder? Verzeihung. Kein Problem. Ich möchte gerne einen Pass beantragen. Ja. Da hat man mich hier zu Ihnen reingeschickt. Ne? Ein Pass. Ja. Schön. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen, bevor es losgeht. Ja? Mhm. Waren Sie schon einmal bei uns im Bürgerbüro? Hier. Nö, war ich noch nie. Also drin in der Stadt, wie ich meinen Pass beantragt habe halt. Gesamteindruck? Vom Haus meinen Sie jetzt? Ja. Ja, doch. Die umfassende Befragung hat schon wieder alle Reserven aufgebraucht. Hallo. Bin Döser. Ich habe nicht geschlafen. Doch, das haben Sie schon. Ich konzentriere mich ja. Danke.
Verzeihung. Also Sie schlafen unterm Gespräch, schlafen Sie am Computer ein. Das war gestern so eine... Ja, ich verstehe schon. Wilde aber Nacht. Das darf man, also wissen Sie, also so Service, also das ist mir wirklich noch nie passiert. So nochmal zur allgemeinen Bürgerbefragung. Waren Sie schon mal bei uns im Büro? Das haben Sie mich schon gefragt und dann habe ich Ihnen beantwortet, ich war drüben beim Herrn Tausche, hierin war ich noch nicht. Gut, nein. Tut mir leid, es ist gelöscht, also ich bin da. Ja, ja, ich habe es jetzt schon bemerkt. Verzeihung. Ja. Und wie ist Ihr Eindruck vom Bürgerbüro? Ja, also da kann ich jetzt im Moment, wenn ich Sie jetzt halt, kein guter. Ganz einfach so, also sonst mal nicht bis, auch selbst wenn Sie Fasching gefeiert haben. Also ich meine, wenn ich in eine Behörde reingehe, dann akzeptiere ich zwar, was weiß ich nicht, aber das ist mir ein wenig heavy. Das ist wirklich ein bisschen viel. Ja. Bitte schön nicht wieder einschlafen. Bitte schlafen Sie mir nicht noch mal ein, sonst fliege ich nämlich hier aus. Was ist denn hier los? Was ist? Herr Binmutöser, schlafen Sie. Das gibt's ja gar nicht. Ja, das ist doch schon Schimmel, Verzeihung, Entschuldigung. Wie bitte? Das dritte Verzeihung. Mal schlafen? Ja. Nehmen Sie Platz. Also ich komm doch, das hat doch keinen Sinn. Der Herr kommt ja auch gar nicht mit, was Sache ist. Ich bin kurz eingenickt. Man nickt hier nicht kurz ein. Das geht nicht. Georg, wir haben ausgemacht gestern nach dieser... Wir hatten Junggesellen. Ich weiß. Das ist ja alles verständlich. Wissen Sie, ich habe da größtes Verständnis. Aber ich bitte Sie. Also das ist ein bisschen... Was wirft denn das für ein Licht auf die Behörde? Das wirft kein gutes Licht auf Ihre Behörde. Jetzt gehen Sie nach Hause und schlafen wir in Rausch. Ja, das ist Verzeihung. Das ist ja wirklich... Und lassen Sie einen nimmer blicken. Heute. Also... Also, Ihr Pass möchte ich gerne haben. Mhm. Er hat da meinen Pass runtergeschoben, irgendwo. Ich weiß nicht, wo er ihn hin dann hat. Ja. Fragen Sie mich bitte jetzt nicht. Also, wenn er ihn jetzt nicht mehr hat, dann kriege ich gleich die Krise, gell? Ja, den bitte schon haben. Also, wenn er den jetzt verschlammt... Andererseits bräuchte ich auch den Pass. Ja, das ist doch ganz klar. Also, das darf ja alles nicht. Jetzt ist er nach Hause gegangen mit Ihrem Pass. Was wollten Sie, was war? Ich weiß nicht, ob er meinen Pass hat oder nicht. Also das ist also das Letzte. Was möchten Sie noch wissen? Aber ich möchte jetzt gar nichts mehr wissen. Ich muss wissen, Ihr persönliches Passwort. Da habe ich ihm vorhin gesagt, Carsten. Ist Carsten. Waren Sie schon mal da? Noch gar nicht. Noch gar nicht. Ich werde es nicht beantworten. Ich möchte einen Pass beantragen. Mehr will ich nicht. Sonst meine Böse. Wenn ja, wie waren Sie mit dem... Service zufrieden? Nicht zufrieden war ich. Gut, nicht? Warum? Herr Schimmel, so kommen wir nicht zu Potti. Jetzt geben Sie mir bitte schön meinen Pass wieder und dann komme ich auch. Hier sind wirklich alle vorbildlich in ihrem Arbeitseifer. Verzeihung, ich würde Ihnen... Das hat jetzt also Konsequenzen, er schläft auch noch. Nee, ich wollte Ihnen nur sagen, den kriegen Sie nicht wach. Weil wir haben gestern so irre gefeiert. Ja, schön, ich wollte Ihnen nur noch eins sagen. Ja. Wissen Sie, wer ihn wachkriegt? Ja. Frank Elstner. Hallo, Herr Schimmel, herzlich willkommen. Hi. In der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß.